Allerdings, viele Europapferde sind hier nicht dabei. Das sind doch im Prinzip die Schweden unter sich. Die 2 läuft nicht, die anderen 11 sind am Wagen und das Rennen ist unterwegs. Und Screen Height kommt hier stark in die Partie, übernimmt hier das Kommando. Daneben haben wir Airframe. Die beiden Stallgefährten werden sich dann nicht das Leben schwer machen. Und da kann Airframe dann auch vorbeiziehen. An der Außenseite ist Radieu gleich zur Stelle. Radieu drückt hier mal ein bisschen auf die Fahrt. Die übliche Colgini-Taktik endet dann allerdings in einer Galopparde. Die 4 vor der 3, dahinter Charrua Forlan auf dem dritten Platz auszumachen, verbessert da die Position zunächst mal und das bringt ihn sehr weit nach vorne, nämlich ganz nach vorne. Da gibt es keine Gegenwehr bei Airframe und Charrua Forlan ist jetzt der Führende. Außen erscheint dann Riff Kronos in der berühmten Todesspur, aber Riff Kronos, den haben wir so oft schon in der Todesspur stark laufen sehen, dass das hier vielleicht nicht das große Handicap ist. Manche sagen sogar, der braucht das, diese harten Verläufe. Charrua Forlan und Riff Kronos jetzt vorne, also gleich auf. Innen dann Airframe, außen geht der Perfect Yankee, der hier auch eine schöne Lage gefunden hat. D1 ist an vorletzter Stelle außen zu sehen. Die Stute, die letztes Mal Riff Kronos schlagen konnte. Und der geht hier vorbei an Charrua Forlan, also von wegen Todesspur. Der hält sich gar nicht lange auf mit dem Co-Favoriten, sondern zieht hier selber an die Spitze. 1000 Meter noch zu fahren, jetzt hat also A Perfect Yankee die Nase im Wind. Riff Kronos, Charrua Forlan, außen A Perfect Yankee, zieht dann auch die 7 Rokkakudo mit nach vorne. Der ist jetzt Zweiter in der Außenspur, unbedrängt vorne aber ist Riff Kronos. Riff Kronos auf der letzten Gegenseite. Eine gute Länge vor A Perfect Yankee. Im Mittelfeld wird Cormie Keeper nach außen gesteuert an die Seite von D1. Die geht den Vorschuss nicht mit und das könnte nachteilig sein, denn vielleicht sitzt sie jetzt in der Falle. Da versucht auch Westerbo Loveboat von weiter hinten zu kommen. D1, glaube ich, hat ihre Chance in diesem Moment verloren, weil es da so schnell aus dieser Lage kein Entrinnen geben wird. In der Mitte des letzten Bogens, Riff Kronos vor A Perfect Yankee, der sendet die ersten Notsignale, da wartet innen Charrua Forlan auf die Lücke, auf die freie Fahrt, Call Me Keeper außen wird immer stärker. Es geht in die Gerade, Riff Kronos ist vorne, Charrua Forlan jetzt auf freier Bahn, außen Call Me Kicker, aber Riff Kronos hat hier die Führung, Charrua Forlan versucht die Schlussattacke, Call Me Keeper kommt nicht weiter und Riff Kronos ist hier der Sieger, gewinnt gegen Charrua Forlan, knappes Ende dahinter. Da war auch Adelson mit Westerbo Loveboat noch im Zielfoto mit Call Me Keeper. Also eine weitere grandiose Vorstellung von Riff Kronos, dem Preis von Deutschland-Sieger. Der